Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Kabarett und Kleinkunst live auf Dreisat. Ich darf wieder wunderbare Gäste begrüßen heute Abend und ich bin auch froh, dass Sie wirklich alle da sind. Das ist ja nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Sehen Sie, wo keiner weiß, wer morgens von der Steuerfahndung wieder abgeholt wird. Aber ist das nicht herrlich? Kommt da nicht so eine klammheimliche Freude auf, wenn die Reichen jetzt um ihr mühsam in Sicherheit gebrachtes Schwarzgeld zittern müssen? Und alles nur wegen dieses unglaublich hohen Spitzensteuersatzes? Leiden Sie da auch so drunter? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet, Spitzensteuersatz? Warum lebt der Schuhmacher nicht in Deutschland? Der Schuhmacher hat 80 Millionen Euro im Jahr. Davon müsste der in Deutschland 40 Millionen Euro abgeben. Können Sie sich sowas vorstellen? Stellen Sie mal vor, Sie müssen jedes Jahr 40 Millionen Euro einfach so weggeben. Jedes Jahr, da kommen Ihnen dermaßen die Tränen, dass Sie das, was überbleibt, gar nicht mehr sehen können, meine Damen und Herren. Das ist das Schicksal dieser Superreichen. Und deshalb... Deshalb hat dieser Erbprinz aus Liechtenstein, dieser Chefhehler da, der hat ja gesagt, wir Deutsche würden unsere Reichen praktisch zwingen, durch den Steuersatz kriminalisieren, durch den hohen Steuersatz. Das Gefühl kennen Sie nicht aus dem Kaufhof, wenn es so teuer ist, dass Sie sich gezwungen fühlen zu klauen. Der Erbprinz von Liechtenstein hat gesagt, die Steuergesetze in Deutschland wären schuld. Die Gesetze sind schuld, dass die Menschen kriminell werden, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht? Sagt der Chefhehler, Sie kennen diese Hehlerbande da in Liechtenstein, ne? Eine 32.000 Mann starke Hehlerbande. Ja, Liechtenstein hat 32.000 Einwohner. Die leben nur von der Verwaltung des geklauten Geldes anderer Leute. Eine wunderbare Hehlerbande, ja? Okay, die arbeiten nicht nur mit so zwielichtigen Leuten wie Zumwicke zusammen, ne? Die beraten auch seriöse Leute wie Drogenbosse und Schweinediktatoren bei der Geldanlage. Also ein super Geschäftsmodell, oder? 32.000 Einwohner, davon arbeiten 16.000 in der Bank. Ein souveräner Staat mit 32.000 Einwohnern. Ein Stadtteil von Mainz erklärt sich zum souveränen Staat und macht eigene Gesetze. Ist der Wahnsinn, oder? Das könnten Sie ja eigentlich auch machen. Überlegen Sie mal. Ich meine, die Nummer mit den Steuergesetzen ist schon vergeben. Aber Sie können doch sagen, wir erklären Mainz-Lerchenberg zum Staat und dann sagen wir, bei uns ist Ehegattenmord straffrei, sagen wir mal. Was meinen Sie, was die Tourismus kriegen hier, ne? Aber das Thema Steuer und Deutsches passt einfach nicht zusammen. Das ist das große Problem. Der Deutsche fühlt sich immer ausgezogen vom eigenen Finanzamt. Der Deutsche steht vor mir und sagt allen Ernstes, ich arbeite ja jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Jedes Jahr ein halbes Jahr. Haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten? Nee? Dann gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Ja, hallo, wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Wir alle. Der Steinbrück frisst das Geld gar nicht persönlich auf. Gut, bei den Landesbanken wird schon mal was geschreddert. Aber das meiste verbrauchen Sie immer noch selber. Ja, zum Beispiel, wenn Sie Straßenbahn fahren. Haben Sie das mitbekommen? Als jetzt die Verkehrsbetriebe in Berlin gestreikt haben, da hat der Staat Berlin jeden Tag 1 Million Euro Steuergelder gespart. Durch den Streik. Nur durch den Nahverkehr. Überlegen Sie mal, man könnte die Haushaltsprobleme Berlins lösen, wenn die dauerhaft streiken würden. Okay, um die 60 Milliarden Euro Schulden von Berlin zu tilgen, müssten die natürlich 60.000 Tage streiken. Das wären 165 Jahre. Das zieht sich. Ungefähr. Ungefähr so lange, wie es dauern wird, bis in Hessen wieder eine funktionsfähige Regierung zur Verfügung steht. Was heißt wieder in dem Zusammenhang? Ich meine. Ja. Sagen Sie, die Hessen müssen sich doch voll verarscht fühlen, oder? Warum sind die Hessen wählen gegangen? Kann mir das mal einer erklären? Die haben sich eine neue Regierung bestellt und die wird einfach nicht geliefert. Nee, heißt es, das bestellte Modell sei nicht auf Lager. Da will ich's immer.
Nun sind die politischen Lager in Hessen ja traditionell derart verfeindet untereinander, dass sie außer Munition gegen den Gegner in den Lagern sowieso nichts wiederfinden. Die können sich untereinander alle da nicht ausstehen. Das könnte mir als Wähler ja eigentlich noch egal sein, oder? Ja, hören Sie mal, im Flugzeug interessiert mich doch nicht, ob der Pilot und der Co-Pilot sich gut verstehen oder nicht. Ich habe einen Flug gebucht, die soll mich dahin bringen. Das ist da beim Wählen auch so. Ich buche einen Flug, einen Blindflug meistens beim Wählen, okay. Aber die Parteien sagen doch schon ungefähr, wo es hingehen soll. Jetzt sagen wir mal so, die SPD sagt, wir fliegen sie nach Süden, die CDU sagt, wir fliegen sie nach Norden. Dann sage ich, ich möchte nach Süden, also wähle ich SPD, den Flug mit der SPD. Wenn ich Glück habe, haben die anderen auch alle Süden gewählt als Reiseziel, sitzen wir schön im Flugzeug, sagt die SPD, wir begrüßen Sie hier als neuer Piloten, die SPD auf dem Pilotensitz. Wir haben versprochen, Sie nach Süden zu fliegen. Das lässt sich auch machen, nur leider nur, wenn wir einen Co-Piloten mit an Bord nehmen, der ein bisschen streng riecht. Wir haben auch versprochen, dass wir mit dem niemals fliegen werden, aber ohne den kommen wir nicht nach Süden. Es tut uns furchtbar leid. Wir machen folgenden Vorschlag. Wir hier im Cockpit halten uns alle die Nase zu. Für Sie hinten in der Kabine ändert sich ja eigentlich nichts, weil wir fliegen Sie ja genau wie versprochen nach Süden. Dann lehnen Sie erstmal alle noch entspannt zurück. Und dann kommt 3 Minuten später die Durchsage aus dem Cockpit, hier ist der Pilot, die SPD, es tut uns furchtbar leid, wir können jetzt doch nicht nach Süden fliegen. Unsere Aushilfsstewardess, Frau Metzger, hat in ihrer Handtasche ein unbenutztes Gewissen gefunden. Und das verbietet ihr, sich die Nase zuzuhalten. Wir geben den Pilotensitz also zurück an den abgewählten Bruchpiloten Roland Koch. Der bleibt jetzt mit Ihnen hier schön auf der Rollbahn stehen und wir streiten uns weiter, wo es hingehen soll. Wir hoffen, der Flug mit der SPD hat Ihnen gut gefallen und Sie buchen uns bald wieder. Ne? Aber wir heben jetzt ab, meine Damen und Herren, mit einem Senkrechtstarter aus der deutschen Kleinkunstszene. Es ist ein waschechter Grimme-Preisträger. Er hat viele Jahre lang für erfolgreiche Kollegen geschrieben, tolle Texte. Jetzt ist er endlich mit seinen eigenen Texten unterwegs. Hier ist Moritz Nethin-Jakob. Ja, schönen guten Abend. Es ist ja in letzter Zeit so im Fernsehen immer Mode geworden, so sich Katastrophenszenarien zu überlegen. Also, was weiß ich, die nächste Sintflut, Klimakollaps, noch eine Stimmbandzyste bei Tokyo Hotel. So, und da wollte ich natürlich auch nicht nachstehen. Und ich habe mir überlegt, was würde wohl in Deutschland passieren, wenn Deutschland von einem riesigen UFO angegriffen wird? Und hier ist mein fiktiver Erlebnisbericht. Montag, 23. August 2009, 6.50 Uhr in Köln-Poll. Der Rentner Horst Pütz bemerkt als erster, dass ein gigantisches UFO über Deutschland schwebt. Ey, das ist ja, das gibt doch ja nicht. Ey, du Tünnes, nimmst mal das UFO da weg. Das ist eine Anwohnerparkzone. Mann. Berlin, 9.06 Uhr. Das UFO pulverisiert den Potsdamer Platz. 27 Minuten später tritt unsere Retterin Angela Merkel vor die Fernsehkameras und zeigt einmal mehr politische Führungsstärke. Machen Sie sich keine Sorgen. Das Gehege von Knut wurde nicht beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt läuft auf RTL bereits eine Sondersendung, in der die führenden Intellektuellen des Landes Wege aus der Krise aufzeigen. Henry Maske, Verona Poth und Lukas Podolski. Derweil fordert Roland Koch im Bundesrat, die kriminellen Aliens in Erziehungscamps zu stecken. Es kommt die Idee auf, Roland Koch in ein anderes Bundesland zu stecken. Oder vielleicht sogar in ein anderes Sonnensystem. München, 19.20 Uhr. Edmund Stoiber, inzwischen Träger des Deutschen Comedy-Preises. Und wieder aus Brüssel zurück, weil ihn da niemand verstanden hat. Gibt eine Pressekonferenz.
Dieses UFO, meine sehr verehrten, dieses UFO hat einen Durchmesser, der größer ist als die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt nicht, dass es auch größer ist als Bayern, aber, meine sehr verehrten, es bedeutet, dass es von der Größe her, und da ist die Länge noch nicht einmal mit einberechnet, meine sehr verehrten, und wenn dann ein Außerirdischer am Münchner Hauptbahnhof in sein Raumschiff einsteigt, dann ist er in 5 Minuten neuer CSU-Vorsitzender. Genau das gilt es zu verhindern, meine Ich danke Ihnen. Dienstag, 24. August 2009 um 6.30 Uhr. Koppenrath und Wiese bringen das UFO als Torte auf den Markt. 6.31 Uhr, das UFO bringt Koppenrath und Wiese als Puzzle auf den Markt. 9.15 Uhr im ARD-Vormittagsprogramm. Entsetzte Zuschauer fürchten, dass die Aliens bereits die ARD übernommen haben. Kurz darauf die Entwarnung, es war nur die Wiederholung vom Musikantenstadel. 4 Stunden später in Hamburg. Die deutsche Rockelite trifft sich an der Bar des Hotel Atlantik, um für die Aliens das größte, für die Opfer der Aliens, das größte Benefizkonzert der Geschichte auf die Beine zu stellen. Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und Udo Lindenberg. Dieser tunkt gerade zum Frühstück sein Croissant in eine Schale Nordhäuser Doppelkorn. Als er zum ersten Mal die blinkenden Lichter des UFOs bemerkt. Ey, das ist ja voll der panikmäßige Hammer. Pink Floyd ist wieder auf Tour. Udo, das ist nicht Pink Floyd, das ist der Schatten eines riesigen UFOs, das ganz Deutschland pulverisiert. Echt? Ey, Peter, was hast du denn eingeworfen? Ey, gib mir auch was von dem Zeug. Herbert, was meinst du denn zu der ganzen Tragödie? Oh, kann ich mir wirklich, oh, Gefühle sind verwirrt, aber ich lebe noch, koste die Sekunde, die noch bleibt. Hab Angst, ich gehe nicht weg, ich lebe noch, oh, hab ich gut, lebe noch. Ey, mach doch mal locker, Herbert. Trink doch einfach mal ein Eierlikörchen. Zur gleichen Zeit in Berlin. Der Reichstag liegt in Schutt und Asche. Nur ein Abgeordneter hat überlebt. Der grüne Hans-Christian Ströbele. Weil er auf dem Weg zur Debatte mit seinem Fahrrad in einem Gullideckel stecken geblieben war. Er wird daraufhin kommissarisch zum zum Bundeskanzler ernannt. Sachsen, 18.55 Uhr. Nach einer Strahlenattacke sehen die Einwohner der Stadt Mügeln ihren indischen Mitbürgern verblüffend ähnlich. Offenbar besitzen die Aliens doch so etwas wie Humor. Derweil versuchen sich unsere Rockstars im Hotel Atlantik auf eine gemeinsame Alien-Hymne zu einigen. Also ich glaube, es muss ein Lied sein, was Betroffenheit auslöst und gleichzeitig emotionalisiert. Ja, pass auf, ich hab da eine panikmäßige Idee. So. Ihr habt uns pulverisiert. Das hat mich inspiriert. Aus welchem Kosmos kommt ihr her? Scheißegal, wir trinken erstmal Likör. Ja. Ja, Udo, das hatte schon sehr viel Schönes, ich weiß nur nicht genau wo. Oh, hör auf mit dem Gelaber, hör mir einfach zu. Ufo, wo kommst du her? Ufo, ich kann nicht mehr. Oh, flieg weg. Ufo. Ja, also hier. Ne? 5 Minuten später, nicht das Ufo fliegt weg, sondern das Hotel Atlantik. In diesem Moment geschieht das Unfassbare. Das UFO beschädigt eine Bugs Bunny Statue in Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kirchhellen.
Diese schlimme Attacke auf Amerika lässt George W. Bush nicht ungesühnt und schickt einen Jet mit Bruce Willis nach Deutschland, der das UFO platt macht. Wir sind gerettet. Kurz darauf in Köln-Poll. Na bravo, das hast du jetzt von deiner Falschparkerei. Dankeschön. Das ist ja hervorragend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr schön, mein Name ist Kinsherr von der Freiwilligen Bürgerwehr Niederbayern. Ich freue mich, wir haben wieder Terrorwarnung, ist jetzt schon die dritte in dieser Woche. Da sind wir natürlich vorn mit dabei, gell? Wir sind wachsam und uns entgeht nichts, gell? Ja, Sie schon gleich gar nicht. Oh, Sie sind ja ein Prachtexemplar. Also das muss ich sagen, ja, also so schnell können Sie gar nicht schauen, wenn Sie mit einem Taliban verwechselt. Ey. Also wenn sich da Ihr Halbbart noch zu einem Vollbart auswachsen würde, also Sie sind ja, mei, sind Sie toll. Und so gut aussehend. Ja, doch, also für einen Taliban. Nein, muss ich schon sagen, gell? Nein, das ist der Lachter, gell? Jetzt meint ihr, das ist eine Castingshow, ne? Ja. DSSV, Deutschland sucht den Superverdächtigen, gell? Germany's next Top-Terrorist, gell? Ja, also wenn sie so weitermachen, sind sie unter die Top 10, das verspreche ich ihnen. Guter Mann. Was haben wir denn da? Oh. Mei, sie sind ein ganz harmloser, gell? Ach, mei. Also sie sind ja ganz harmlos. Wissen Sie, wie sie ausschauen? Sie schauen so aus, als hätten Sie immer ein vollgetanktes Motorrad zu Hause stehen für den Fall, dass Sie mal weg wollen. Und das seit 30 Jahren. Ja, also ich würde sagen, fahren Sie mal los, sonst verrostet Ihr Traum, gell? Und Sie kommen auch nicht einmal in die Vorrunde. Nein, also so wird das nichts. Wen haben wir denn da noch alle? Sie sind auch gut, Sie haben sowas Getriebenes. Ja, Sie schauen so aus, als wären Sie auf der Flucht, gell? Ha? Aber gefährlich, wo will man heutzutage hin, wenn man auf der Flucht ist? Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ha? Ist übrigens die erste Frage im Recall. Gell? Da muss der Verdächtige singen, wo er sich versteckt hält. Ha? Das ist also wirklich, wissen Sie, also auf der Flucht sein ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Wo will man hin? Ne? Italien? Italien ist völlig überfüllt mittlerweile. Ne? Jeder Winkel, in jedem Winkel sitzt der halb verhungerte Afrikaner. Ja, ganz schwierig. Dann Schweiz. Hm? Verlangen Sie einen Haufen Eintritt? Sie schauen nicht so aus, als könnten Sie sich das leisten. Ja, da sage ich immer ein kleiner Tipp, da bleibt oft nur noch Moskau. Gell? Also Moskau ist der Ort, wo man heutzutage am ehesten spurlos verschwinden kann. Gell? Also gar nicht schlecht. Gell? Was haben wir dann noch alles? Gell, bloß weil Sie mich nicht anschauen, heißt es noch lang nicht, dass ich Sie nicht sehe. Da will sich einer raushalten. Ne? Gibt ja viele, die wollen sich heutzutage raushalten. Deswegen gibt es ja auf die Gipfel momentan also derartig viel Auflauf. Das ist ja unglaublich, gell? Also auf den Gipfeln geht es ja mittlerweile zu, wie auf dem Strand von Rimini. Ja, haben Sie es gelesen? Mount Everest auch, ne? Mount Everest stauen sich mittlerweile die Bergsteiger bis runter auf 3000 Meter. Ja, aber keine Sorge, der ADAC ist vor Ort und verteilt Decken. Dann haben wir dann da noch alles. Was ist da? Ist das Ihre Tasche? Hopp, aufmachen. Was haben wir da drinnen? Mhm. Ah, das ist ja, wieso nehmen Sie Unterwäsche mit? Bleiben Sie länger? Also was, hä? Dann haben wir da noch Ihre Tasche. Möchte, was haben Sie auch noch eine? Hopp, aufmachen. Brav, ganz brav. Mhm. Sie rauchen? Weiß Ihre Kasse, dass Sie rauchen? Ab morgen weiß sie es. Mhm.
Was haben wir da noch? Die Dame, gell, die will auch beachtet werden. Da machen sie mal auf. Was haben wir da noch als auch schöne Tasche? Regenschirm. Ein Regenschirm, ja, das schauen wir alles gerne an. Nein, nein, also jeder wird bei uns beachtet, so ist es ja nicht. Gell. Ich sage ja immer, für viele Leute ist das heutzutage ganz schön, na, wenn sie wissen, dass die Straßenbahn, die U-Bahn, dass alles videoüberwacht wird. Ne? Ist ja klar, die sagen sich, ja, ist doch super. Na, dann lohnt es sich wenigstens, dass ich mich morgens schön anziehe. Oder dann dieser Skandal beim Lidl, ne, diese Mitarbeiter, die da abgehört worden sind. Also ich muss ja nicht ganz ehrlich sagen, also mal Skandal, gell, aber die Mitarbeiter sollen froh sein, dass ihnen mal jemand zuhört. Ist doch so. Oder Online-Durchsuchungen, also für viele eine große Hoffnung gewesen, ne? Online-Durchsuchungen, weil sie sagen, ist doch super, liest wenigstens einer meine E-Mails. Hm? Oder wir von der Freiwilligen Bürgerwehr Niederbayern, wissen Sie, also ich persönlich, muss ja da ganz ehrlich sagen, ich liebe ja Bewegungsmelder, gell? Das hat was, Bewegungsmelder. Es gibt auch nichts Schöneres, wie wenn man auf ein Haus zugeht und plötzlich geht das Licht an. Wo sonst hat man so eine Ausstrahlung? Oder Bodycheck am Flughafen, gell? Hä? Auch nicht schlecht. Endlich langt mich mal einer an. Ja. Na, von uns werden Sie alle beachtet. Sie werden alle beachtet, kein Problem. Bei uns ist jeder wer. Ne? Und ein bisschen Glück, da kommen Sie sogar in die große Castingshow. Die moderiert der Dings da, der mit die, na wie heißt der? Der mit die Ohren. Weißt du, gut passt der. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, das ist egal. Wir haben eine Top-Jury, Merkel. Na, Schäuble, Busch. Und Sie sind dabei. Gratulation. Luise Kinseher. Luise Kinseher, meine Damen und Herren, auch in ihrem aktuellen Programm Hotel Freiheit schlüpft sie wieder gekonnt in die verschiedensten Rollen, demnächst sicher auch in ihrer Stadt, also nichts wie hin. Nehmen Sie sich die Freiheit, bevor sie Ihnen genommen wird. Zum Beispiel vom bösen Chinesen. Der Chinese zeigt ja jetzt sein wahres Gesicht. Ne? Genau wie Knut, dieser Karpfenfresser da in Berlin. Ja. Sehen Sie, was haben wir den Chinesen bewundert, oder? Als er den Transrapid gebaut hat, was haben wir den bewundert? Wenn der Chinese für die Transrapid-Trasse eine Riesenschneise durch dicht besiedelte Wohngebiete sprengt, ohne Rücksicht auf Verluste, dann sind wir neidisch in Deutschland. Ja, der Chinese, der lässt sich seinen technologischen Fortschritt nicht von Bürgerinitiativen, Umweltschützern und Nacktohrfledermäusen da aufhalten, meine Damen und Herren. Nur wenn der Chinese mit derselben Brachialgewalt die Lage in Tibet unter Kontrolle zu versuchen bekommt, dann ist der Deutsche plötzlich ganz entsetzt. Dann ist der Deutsche genauso entsetzt wie der Zoobesucher in Berlin, wenn der Knut vor seinen Augen einen Karpfen frisst. Haben Sie das mitbekommen? Natürlich, wir wissen alle, der Eisbär ist das gefährlichste Raubtier der Welt. Aber doch nicht unser Knut. Unser süßer, niedlicher Knut. Das kann der doch nicht machen. Jetzt haben Sie das mitbekommen? Die haben in dem Gehege von dem Knut im Wassergraben ein paar Karpfen ausgesetzt, um die Algen da zu bekämpfen. Was macht der süße Knut? Der zerfleischt vor den Augen der völlig entsetzten Zoobesucher diese Karpfen auf Bestie. Die Leute waren entsetzt. Was machen Sie mit Menschen, die über sowas entsetzt sind? Die kann man doch nur noch als Eisbärfutter verwenden, meine Damen und Herren. Aber der Chinese hatte doch fest versprochen, die Menschenrechte einzuhalten, oder? Gut, manche Männer versprechen ihnen die ewige Treue, nur um ihnen die Unschuld zu rauben. Aber der Chinese hatte doch fest versprochen, sonst hätten wir ihm doch diese unschuldigen Olympischen Spiele niemals gegeben. Die Weltfestspiele der Anabolika-Fresser und Eigenblutsäufer. Sagen Sie, wie gefällt Ihnen eigentlich diese neue olympische Disziplin? Fackel ausblasen. Alles bloß? Alles bloß, weil wir kurz vor der Olympiade noch gemerkt haben, dass der Chinese seit 50 Jahren Tibet besetzt hat.
Gut, viele Länder sind besetzt. Ne? In Palästina werden auch schon mal Unschuldige erschossen von der Besatzungsmacht. Aber die haben kein Lama, das die Fackel ausspucken kann. Man hätte doch diese Krawalle vorhersehen müssen, meine Damen und Herren. Ich würde als erstmal von den Demonstranten verlangen, dass sie alle Klamotten ablegen, die in China hergestellt worden sind. Da könnte man die meisten schon wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaften. Und überhaupt... Ich hätte diese Fackel sicher transportiert, meine Damen und Herren. Da gibt es eine Möglichkeit, das Papamobil zum Beispiel, das muss doch noch irgendwo sein. Das wäre doch die Idee gewesen. Der Dalai Lama mit der Fackel im Papamobil auf Weltreise. Das wäre ein Zeichen gewesen. Boykott, das ist doch inspirationslos. Man muss intelligente Formen von Protest finden, meine Damen und Herren. Die Staatsoberhäupter müssen hin zur Eröffnungsfeier. Die müssen alle hin. Die müssen alle auf die Ehrentribüne im Kostüm vom Dalai Lama. Das würde die chinesische Propaganda nie verkraften. Ja? Allein diese Vorstellung, Merkel, Bush und Sarkozy im Kostüm vom Dalai Lama. Ja, meine Damen und Herren, wenn alle Stricke reißen, da kann man sich nicht mal mehr aufhängen. Der Satz ist nicht von mir, meine Damen und Herren. Das ist der wunderbare Titel des aktuellen Programms von Marc-Uwe Kling. Das ist mein nächster Gast. Wenn alle Stricken reißen, kann man sich nicht mal aufhängen. Er ist wirklich auch ein Senkrechtstarter. Er ist viel unterwegs, er begeistert die Leute, wo er hinkommt, mit seiner Wahnsinnsmischung. Er ist musikalisch, er ist politisch und er ist jung. Marc-Uwe Kling. Habt ihr denn gezahlt hier? Ein Zehner? Für eine Dreiviertelstunde? Mutig. Hätte ich nicht gezahlt. Aber obwohl, ich war im Kino und es hat 8 € gekostet. Und weil der Film aber 86 Minuten lang war, musste ich noch 2 € Überlängezuschlag bezahlen. Dann waren wir bei 10 €. Und ich weiß, was ihr denkt, habe ich auch gedacht. 20 Mark. 40 Ostmark. 400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man konnte locker für eine Ostmark ins Kino gehen. Das heißt, ihr konntet 400 Mal davon ins Kino gehen. Wenn ihr heute 400 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr 4.000 € für bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt. 8.000 Mark. 16.000 Ostmark. 160.000 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Kommt mir 160.000 Mal von ins Kino gehen. Wenn ihr heute 160.000 Mal ins Kino gehen wollt, dann müsst ihr 1,6 Millionen Euro für bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt. 3,2 Millionen Mark. 6,4 Millionen Ostmark. 64 Millionen Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ihr merkt schon, wenn man so weitermacht, da hätte man die DDR von entschulden können. Von einmal ins Kino gehen. So teuer ist das alles geworden. Ach, guck. Ich war auch beim Hautarzt. Wird nicht eklig, keine Angst, war nur wegen Leberflecken. Und beim Hautarzt muss man auch Eintritt bezahlen, das kostet auch 10 €. Aber die Überlänge ist schon im Preis inbegriffen, also 2 Stunden Wartezimmer, völlig umsonst. Also ich hin, will Eintritt bezahlen, er sagt, nee, brauchst du nicht. Ja, zahlt die Kasse nicht, musst du alles selber bezahlen. Witzig, ja. Dann habe ich halt alles bezahlt. Dann hat er gesagt, okay, 3 Stück müssen wir rausschneiden. Und ich, ja, was soll der Geiz, schneid auch 4 raus. Er dann so, ja, aber jetzt musst du Praxisgebühr bezahlen. Und das war Ende des Quartals, Anfang des nächsten Quartals durfte ich dann zum Fädenziehen kommen. Und dann musste ich für die Fortsetzung nochmal 10 € Eintritt bezahlen. Und dann waren wir bei 55 €, sagt nichts, 110 Mark, ja. Da habe ich auch gedacht, boah, ist das teuer. Ich dachte, hoffentlich hat es sich auch gelohnt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich mir damit quasi selber Krebs gewünscht habe. Und das war der Moment, in dem ich mich entschlossen habe, mein Lied über die SPD zu schreiben. Es gibt da
so ein Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde dissten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage, und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mache ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain dann ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das ist der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Karl Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen, und er hängt als Poster heute bei Oskar Lafontaine. Und auch in Schleswig-Holstein versteht man noch gut den Sinn. Dort flüstert Heide Simonis beim Tango vor sich hin. Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Das ist jetzt Heide Simonis und der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Dann baute Schröder Schiffbruch und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Ja, das ist so eine Strafe. Die kommt regional ganz unterschiedlich an. So wird mein Chor immer größer, und wie auf der Titanic bleibt die Band an Deck. Und es dauert auch nicht mehr lang, dann singt bei uns sogar Kurt Beck. Wer hat uns verraten? Und das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sang Kurnaz in Guantanamo und manch Bombenopfer im Kosovo. Das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Und sagt nix, lass mich raten, na, Sozialdemokraten. Und das ganze schöne Geld, wer hat's an die Reichen verbraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht Sozialdemokraten? Und meine ganzen persönlichen Daten, wer hat die ans BKA verraten? Und wer hat keinen einzigen fähigen Kanzlerkandidaten? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke? Wer hat das bestellt? Wer hat uns verraten? Für Jobcenter, für Bürokraten. Wer hat uns verraten? Für Statistiken, für Wachstumsraten. Wer hat uns verraten? An die Weltbank und die Illuminaten. Wer hat uns verkauft? Vielen Dank. Dankeschön. Großartig. Marc-Uwe Kling, meine Damen und Herren. Sagen Sie, graust Ihnen auch so, wenn Sie daran denken, dass wir in 18 Monaten schon wieder Bundestagswahl haben? Was machen Sie, wenn eine Knarre Ihnen auf die Brust hält und sagt, Beck oder Merkel? Da können Sie doch noch sagen, drück ab, oder? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich denke zunehmend über einen Boykott dieser Wahlen nach. Wegen Wählerrechtsverletzungen, meine Damen und Herren. Ja, was machen Sie im Restaurant? Wenn Sie im Restaurant sitzen, auf der Speisekarte stehen nur Sachen, die man wirklich nicht essen kann. Was machen Sie dann?
Gehen Sie dann nach Hause oder bestellen Sie das kleinere Übel? Ja, sagen Sie da, bringen Sie mir irgendwas, wovon mir erst zu Hause schlecht wird? Ich kotze so ungern auf dem Heimweg oder was? Aber wir dürfen ja nicht meckern. Die Schimpfe auf die Politik soll ich mir ja abgewöhnen, habe ich gehört. Nein, wir haben ja auch Aufschwung, nicht? Das ist ja, wir müssen ja dankbar sein. Wir haben doch so, haben Sie auch so Aufschwung? Wir haben Aufschwung, meine Damen und Herren. Das kennen Sie doch vom Turnen, aus dem Turnunterricht. Fälsch Aufschwung am Reck. Sie schaffen den Fälsch Aufschwung und hängen dann am Reck wie ein nasser Sack mit eingeklemmten Eiern. Das ist unsere... Das ist unsere momentane Aufschwungposition. Kanzlerin, vielen Dank für den schönen Aufschwung. Es ist wirklich sehr schön, der Aufschwung. Wir wissen nicht, wie lange wir den Aufschwung halten können, Kanzlerin. Und SPD und CDU stehen daneben, halten die Stange hoch und sagen, sieht doch nicht schlecht aus, was will's sein? Ne? Sieht doch nicht schlecht aus, das könnte man auch von meinem nächsten Gast sagen, aber meine Damen und Herren, er ist nicht nur was fürs Auge, er ist vor allen Dingen was fürs Ohr. Das, was unsere Politiker wirklich krampfhaft zu vermeiden versuchen, unsere Parteien zu vermeiden versuchen, das ist sein Markenzeichen. Vielstimmigkeit und das als Solist. Nur damit Sie es auch wirklich glauben, was Sie jetzt sehen, passiert wirklich live. Es kommt nichts vom Band, Sie werden es fast nicht glauben, aber es ist wirklich alles live jetzt hier in dieser Sekunde vom Künstler auf der Bühne produziert. Begrüßen Sie aus der Schweiz den Mann, der mit der Stimme tanzt, Martin O. Frühmorgens an der Autobahn. Thank you.
Da, telele stein in Afrika, kololos don konai lasta, telele koko nasumpa. Hene de lololo. Angela lembos tai lasta, telele stein in Afrika, kololo koko nai lasta, telele sto koma pumpa. Hene de lololo. Belelesten kom Thailasta, Belelesten in Afrika. Handelelembos Thailasta, Kukililiston konasnta. Ango, Horoto, Horoto, Afrika. Horoto, Horoto, Afrika. Angela Lembo stai la sta, 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 in Africa. Angela Lembo stai la sta, Angela Lembo stai la sta, Angela Lembo stai la sta, Martin O. aus der Schweiz. Meine Damen und Herren, nur, dass Sie wirklich sehen, dass das jetzt nicht vorbei ist. Kannst du das nochmal einmal vormachen? Also ich sage jetzt was in das Mikrofon rein, du samplest das, heißt das, und dann wird das immer wiederholt. Gut. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend von Pispos. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend von... Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend von... Pispos. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend von... Pispos. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend von... Pispos. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute Abend dabei. Pispos. Meine Damen und Herren, das war's... Großartige Technik, oder? Meine Damen und Herren. Ich merke, dass es Ihnen gefallen hat, mir hat es selber auch gefallen und ich hoffe nur, dass Sie die Gelegenheit noch nutzen, diese noch bis jetzt unbekannteren Künstler auch mal live zu erleben, wenn die bei Ihnen in der Stadt unterwegs sind, meine Damen und Herren. Das gilt natürlich auch vor allen Dingen für Sie zu Hause im Bildschirm. Dafür machen wir das ja, Ihnen die zu präsentieren, damit Sie eine Gelegenheit haben, Leute kennenzulernen, die dann live vor Ort bei Ihnen im Theater auftreten. Also ich erwarte, dass Sie alle geschlossen antreten, wenn einer von denen beim nächsten Mal in Ihrer Stadt ist. Meine Damen und Herren, das war's. Das war's für heute Abend. Heute Abend mit dabei Martin O. Marc-Uwe Kling. Luise Kinseher. Moritz Detel Jakob. Dankeschön. Okay.